In unserem östlichen Nachbarland hat die regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, in den vergangenen Jahren durch eine Justizreform das polnische Rechtssystem praktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Nun soll offenbar eine weitere, eigentlich unabhängige Institution beschnitten werden, die Medien. Ein neues Gesetz, das das Parlament jetzt verabschiedete, soll Rundfunklizenzen regeln und Investoren außerhalb der EU fernhalten. Damit könnten die wenigen regierungskritischen Stimmen, die es noch gibt, wie etwa der aus den USA finanzierte Sender TVN, demnächst nicht mehr zu hören sein. Bettina Scharkus. Bartosz Węglarczyk arbeitet seit Jahren für das größte Internetportal in Polen, Onet. Die Stimmung in der liberalen Redaktion nach der Parlamentsentscheidung gedrückt. Das ist eine nationale Katastrophe. Zum ersten Mal nach 1989 wurde ein Gesetz eingeführt, das die Menschenrechte einschränkt. Es gibt ja viele Erlasse, über die man streiten kann, aber jetzt sollen Grundrechte und Medienfreiheit beschnitten werden. Schande, Schande, rufen die liberalen Abgeordneten in der vergangenen Nacht im Parlament und schimpfen, es werde doch so oft abgestimmt, bis das Ergebnis der PiS passe. Eine chaotische Sitzung mit Unterbrechungen und Verfahrenstricks. Am Ende gewinnt die nationalkonservative PiS knapp die Abstimmung über das umstrittene Mediengesetz. Der Regierungschef versucht, die Kritiker zu beschwichtigen. Wir haben doch überhaupt keine Pläne, mit dem Gesetz gegen einen bestimmten TV-Sender vorzugehen. Wir wollen doch nur nicht, dass sich Firmen von außerhalb der EU beliebig in polnische Medien einkaufen können. Doch die Entrüstung ist groß in der polnischen Zivilgesellschaft. Auch heute gehen Menschen auf die Straße für eine freie Presse. Sie fürchten, dass mit TVN einer der letzten regierungskritischen Fernsehsender mundtot gemacht werden soll. TVN gehört mehrheitlich einem US-Konzern. Mit dem neuen Gesetz könnte die Regierung ihn von seinen amerikanischen Geldgebern abschneiden. Polnische Journalisten reagieren, starten eine Unterschriftenaktion für TVN. Viele sind in Sorge um ihr Land und auch um ihre Existenz. Es kann doch nicht sein, dass wir ständig befürchten müssen, was die PiS mit uns Journalisten macht. Wird sie uns ins Gefängnis stecken oder nicht? Sollen wir lieber auswandern oder nicht? Die Europäische Union und die Regierung in Washington zeigen sich beunruhigt. Dieses Gesetz wird Auswirkungen auf alle Journalisten in Polen haben, wenn es in Kraft tritt. Deshalb erheben wir deutlich mahnend unsere Stimme. Die Mehrheit am polnischen Internetportal Onet hält ein großer deutscher Medienkonzern. Da es sich um eine Beteiligung innerhalb der EU handelt, greift das neue Mediengesetz hier nicht. Chefredakteur Węglarczyk glaubt aber nicht, dass das so bleibt. Ich habe keinen Zweifel, dass wir Onet die Nächsten sind. Wenn wir jetzt TVN verteidigen, verteidigen wir alle freie Medien. Polen, ein Land mitten in Europa, modern und frei. Doch wie lange noch, fragen sich viele Regierungskritiker heute.